Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, am Wochenende ist Valentinstag. Ich ganz persönlich und auch mein Göttergatte sind da jetzt nicht so die Freunde von. Wir schenken uns lieber im Laufe des Jahres Liebesbekundungen und machen das nicht an einem Tag fest, aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Nichtsdestotrotz, da wir nun mal diesen Tag haben, habe ich mir überlegt, ich mache auch eine Karte. Ihr wisst, ich bin nicht so ein Kartenfan, aber mit diesem Framelit hier, nämlich Blühendes Herz, ist das so einfach, tolle Karten zu machen, dass auch ich mich jetzt nicht erwehren kann, eine Karte zum Valentinstag zu machen. Und zwar, wie ich das gestempelt habe, einen Moment, ich ziehe das mal etwas ran, wie ich diesen wunderschönen Stempelrand hinbekommen habe, das zeige ich euch gleich. Vorher zeige ich euch mal eben, wie ich das hier weitermache. Das hier ist eine ganz normale Standardkarte, die ich mir geschnitten und gefalzt habe. Ich habe eine entsprechende Mattung gemacht. Das hier ist in Wassermelone. Ich habe das gestempelt. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich. Und das blühende Herz, das Framelit blühendes Herz, das lege ich jetzt hier oben schön mittig ran, so dass ich hier unten noch ausreichend Platz habe. Ich habe die Präzisionsplatte untergelegt, damit ich das gleich gut rausbekomme. Also ich habe die Multifunktionsplatte unter, ich habe dann die Präzisionsplatte, dann kommt das Papier, das Framelit und obendrauf kommt eine Acrylplatte. Und das Ganze kommt jetzt einmal durch die Big Shot. Das muss ich mir mal etwas dichter ranholen. So. Jetzt stelle ich die gerade mal eben beiseite. Nehme mir das hier raus. Und ihr kennt das, wenn ihr solches fummelige Zeug habt. Dann würdet ihr jetzt eigentlich mit eurem Papier- und Lochwerkzeug beigehen und das hier alles einzeln rausfummeln. Dazu habe ich keine Lust. Als erstes mal das. Und das hier hätte ich auch gerne noch. Und damit ich mir das hier jetzt nicht alles rausfummeln muss, habe ich meine Bürste für die Big Shot. Das ist ein neues Produkt, was im Frühjahr-Sommerkatalog mit drin ist. Und das schrubbel ich jetzt ordentlich drüber. Versuche möglichst in jede Ecke zu kommen. Aber ich sehe schon, das löst sich hier ganz fantastisch. So. Und jetzt sind hier immer noch ein paar kleine Reste und die muss ich dann doch nochmal mit den Fingern lösen. Das mache ich jetzt gerade mal eben und zeige euch gleich am Schreibtisch weiter, wie ich weiter vorgehe. So, und schon habe ich das Herz rausgefummelt. Mit der Bürste geht das deutlich besser und mit der Präzisionsplatte natürlich auch. Man, ab und an hat man nochmal ein so ein kleines Stückchen, was man doch nochmal durchpieksen muss. Aber das hält sich wirklich in Grenzen und das geht recht schnell. Also, ich habe einmal kurz erklärt, das hier, wartet, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass ich eine Kamera habe, wo ich euch reinzoomen kann. So sieht man das deutlich besser. Ich habe diesen Rahmen hier gestempelt, bevor ich das ausgestanzt habe. Und zwar mit dem Stempelset Timeless Textures. Und zwar erst mit dem. Und dann habe ich den hier in ein Stempelkissen gedrückt, zweimal abgestempelt, sodass nur noch ganz, ganz wenig Farbe dran war. Und dann sieht man hier so ganz, ganz leicht am Rand noch so ein klein wenig von dem Muster. So, das war mal das Erste. Jetzt zoome ich euch mal wieder raus.
Okay, so. Das hier klebe ich jetzt, wie ich eine ganz normale Mattung kleben würde, auf meine Karte. Und zwar mache ich das ganz normal mit Snail. Und jetzt kommt das hier drauf. So, das ist mal das eine. Jetzt könnte man rein theoretisch das auch schon so lassen und hier etwas reinstempeln. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich möchte gerne das, was ich hier ausgestanzt habe, das bearbeite ich jetzt auf der Rückseite mit meinem Präzisionskleber und klebe das hier wieder rein. Also kommt hier überall ein wenig Präzisionskleber drauf. Schön an den Rand. Eigentlich überall so ein kleines bisschen. Je sorgfältiger ihr da seid, desto besser hält das Ganze nachher. Aber das Schöne an dem Präzisionskleber ist halt, das ist durch diese ganz dünne Spitze geht das rapzapp. Und es gibt so gar keine Probleme damit, dass irgendwo mal was überschwappt oder so beim Tombow. Müsstet ihr jetzt derart vorsichtig sein, weil der natürlich deutlich dickflüssiger ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Öffnung natürlich sehr, sehr viel größer ist. Und hier kann ich tatsächlich einfach so tralala, bisschen hier, ein bisschen da und da noch und ne, weil die Spitze so schön dünn ist, dass mich das überhaupt nicht interessiert. So, einmal wieder schließen. Das stellt für mich immer das größte Problem dar. Ich sehe das so schlecht. So, und jetzt nehme ich mir das, was ich gerade so schön mit meinem Kleber eingeschmiert habe. Und setze das hier genauso wieder rein, wie ich es ausgestanzt habe. Das ist natürlich insofern einfach. Ich brauche nur einmal irgendwo einen Anfang finden. Und dann setze ich das hier wieder rein, drehe mir das um und drücke das ein bisschen fest. Ich nehme auch ganz bewusst die Silikonmatte darunter, weil wenn ich jetzt doch irgendwo ein bisschen zu viel von dem Präzisionskleber drauf bekommen habe, dann landet das jetzt auf der Matte und klebt, mein Projekt klebt mir nicht an dem Papier, wenn ich das jetzt hier drauf machen würde, klebt mir das nicht fest. So, da ist aber nichts rausgerutscht. So sieht das jetzt aus. Man sieht hier noch sehr gut die Kanten, aber man sieht halt auch das Herz. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich muss euch gerade mal eben das Stanzpaket zeigen. Das ist ja einmal das große Herz und es sind zwei solche Blüten. Dieses Stempel, diese Framelits korrespondiert ja mit dem passenden Stempelset Blüten der Liebe. Und hoppla, diese vier Blüten kann ich mit den Formen hier ausstanzen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und zwar habe ich als Stanzfarbe, als das Stempelkissen Wassermelone genau wie hier genommen und habe auf weiß gestempelt. Jetzt bringe ich mir da noch ein klein wenig Tiefe rein. Und sehe, ich habe eine Blüte vergessen. Verdammt. Ah, das ist aber kein Problem. Ich muss mal gucken, ob das passt. Ich habe nämlich noch eine mit Wassermelone auf Wassermelone gestempelt. Mal gucken, ob mir das gefällt. Ansonsten muss ich eins übrig lassen. So, und die kommen jetzt hier. Einen Moment, ich zoome euch wieder rein. Die Blüten hier passen nämlich genau mit diesen Blüten überein. Jetzt muss ich mir die nur richtig drehen. So. Nein, das ist die falsche. Da muss sie hin.
So. Und wenn ich hier jetzt so ein bisschen Tiefe reinbringe, das mache ich jetzt mit einem Glue Dot fest. Einmal auf der Rückseite. Den Glue Dot klebe ich hier. Die Blüte hat in der Mitte auch eine Ausstanzung, wie ihr seht. Und jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich hier den richtigen finde. Ich vorher, da ist er, drauf achten müssen. So. Und da ich einen Glue Dot benutzt habe hier, klebt das jetzt. Das hier. Und da nehme ich jetzt eine, das ist weiß, ich nehme eine Perle. Und zwar, ich glaube, eine von den mittleren. Leg die hier drauf. Und fertig habe ich meine Blüte. Und das gleiche mache ich mit den kleinen auch. So, einmal sehen, dass ich die richtig treffe. So. Und ich glaube, da nehme ich eine kleine. Und setze die da genau rein. So. Ich zoome euch gerade mal wieder etwas raus. Ups, falsch rum. Etwas raus. So. Muss ich ein bisschen gerade ziehen. Okay. So, letzten Endes ist die Karte, wenn jetzt mir die eine Blüte nicht fehlen würde, fertig. Ich habe hier unten jetzt aber bewusst so ein großes Stückchen Platz gelassen. In diesem Stempelset sind auch jede Menge Sprüche drin. Und ich habe mich für das dekorative Etikett entschieden mit dem Herz, also Liebe liegt in der Luft. Was ich noch mache, ist, ich werde mit meinem Wing of Stella noch einmal um das Herz rumfahren, damit ich so ein kleines bisschen Glitzer da reinkriege. So, aber halt nicht zu viel. Ich mag Glitzer, aber es sollte niemals zu viel sein. Und ich habe ein dekoratives Etikett nochmal ausgestanzt, habe das in der Mitte durchgeschnitten. Ich zeige euch das mal, wie ich das bearbeitet habe. So. Habe hier die Spitzen rausgeschnitten. Also ich habe so einen Streifen rausgeschnitten und hier unten die Seiten ein bisschen angeschrägt. So sieht man das wahrscheinlich ganz gut. Hier habe ich das ein bisschen angeschrägt. Und das lege ich jetzt einfach hinter das Etikett, was ich schon habe. Und man sieht das überhaupt nicht, weil da Pink im Hintergrund ist. Und dann sieht das nachher, oder vielmehr gleich, so aus, dass, also natürlich dann in gerade, dass ich noch so einen Rahmen dahinter habe. Was ich mache, ist, ich mache hier einfach ein bisschen Snail drauf. Und lege mir das so hin, dass es schön passt. Einmal. Und andere Seite auch. So. Und fertig habe ich das. Da mache ich jetzt Dimensionals drauf. Und das kommt unten auf die Karte. Schön mittig.
Und ich habe ja eine Blüte hier noch übrig. Und die, wo habe ich meine Glue Dots? Klebe ich da jetzt noch mal in der gleichen Weise drauf, wie ich das eben auch oben im Herz gemacht habe. Und damit ist meine Karte zum Valentinstag, den ich ja nicht wirklich feiere, fertig. Ich finde die Art und Weise mit diesem Herz hier, das so zu hinterlegen, wunderschön. Wie gesagt, meins ist es jetzt nicht wirklich mit dem Valentinstag, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber sowas kann man natürlich auch ganz hervorragend machen, wenn es um Geburtstage von ganz besonders lieben Menschen geht. Da ist so ein Blütenherz natürlich auch angebracht. Was, verzeiht mir bitte, dass hier jetzt noch so eine große Blüte fehlt. Die stand sich jetzt gleich noch aus, damit die Karte fertig ist. Aber jetzt fürs Video habe ich schlicht vergessen. Okay, meine Lieben, was ich dafür verwendet habe, habe ich euch gezeigt. Maße sind Standardmaße. Ihr könnt diese Karten aber in allen Größen machen, wie immer euch das beliebt. Ob ihr die in Standardmaß macht, ob ihr die quer macht, ob ihr die quadratisch macht, ganz nach eurem Gusto und nach eurem eigenen Geschmack. Ich habe das jetzt als Standardkarte gewählt. Okay, dann hoffe ich, ihr habt Spaß daran beim Nachwerkeln und bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.